Königin Camilla, großer Verlust. Schwager Elliot ist tot. Königin Camilla, 75, muss einen weiteren Abschied innerhalb ihrer Familie verkraften. Wie britische Medien übereinstimmend berichten, ist ihr Schwager Simon Elliot, mit dem ihre Schwester Annabel, 74, über 50 Jahre lang verheiratet war, im Alter von 82 Jahren verstorben. Die Nachricht sei unter anderem der Daily Mail durch ein Statement der Angehörigen des Verstorbenen bestätigt worden. Camilla hatte dem Vernehmen nach eine sehr gute Beziehung zu ihrem Schwager. Gemeinsam mit ihren jeweiligen Ehepartnern waren sie 2021 zur Premiere des James Bond-Films Keine Zeit zu sterben in London erschienen. Auch bei der Beerdigung von Queen Elizabeth, 96, im vergangenen Jahr sei Elliot laut des Berichts zugegen gewesen. Und sogar bei Charles, 74, und Camillas Flitterwochen auf Schloss Balmoral im Jahr 2005 sollen ihnen Simon und Annabel Elliot einen Besuch abgestattet haben. Der Geschäftsmann und die Inneneinrichterin waren bereits 1972 den Bund der Ehe eingegangen. Aus ihrer Beziehung entsprangen die drei Kinder Alice, Catherine und Ben. Letztgenannter ging in die Politik und hatte zeitweise das Amt des Vorsitzenden der konservativen Partei inne. Schon im vergangenen Jahr musste Camilla neben dem Verlust ihrer Schwiegermutter Elizabeth II. einen weiteren Tod in der Familie verarbeiten. Ihr Cousin Charles Villiers war im August 2022 im Alter von 59 Jahren tot in einem Hotelzimmer aufgefunden worden. Wie britische Medien damals berichteten. Verwendete Quelle: Daily Mail Co.